Ja, hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Bastelkiste. Schön, dass ihr zuschaut. Ja, 30 Tage ist es jetzt her, seitdem ich hier die Anlage gestartet habe, hier meine Victron Dreiphasen-Inselanlage. Und ja, was kann ich schon mal grob dazu sagen? Wir haben eine Menge Strom gespart. Ja, man musste sich so ein bisschen einstellen oder vielmehr, ich musste so ein bisschen die Familie so ein bisschen einnorden, sage ich jetzt mal. Dass ja, gelernt wird, wann schalte ich jetzt Geräte ein, die hohen Stromverbrauch ja, generieren. Und ja, meine Frau hat das relativ schnell spitz gehabt. Die hat da echt super mitgezogen. Das heißt, Trockner, Waschmaschine, Spülmaschine, was halt richtig viel Strom verbraucht, wird jetzt nur tagsüber angemacht und nicht wie früher, dass es noch abends lief. Und wenn man sich da so ein bisschen nachrichtet, dann klappt das echt richtig gut. Ja, ich kann sagen, wir haben echt viel Strom gespart schon hier in den ersten 30 Tagen, obwohl die Anlage ja noch relativ klein konzipiert ist. Es gibt ja noch verschiedene Ausbaustufen. Das werde ich natürlich im weiteren Verlauf des Videos noch erzählen. Und ja, viel Spaß dabei. Ja, ich habe jetzt hier meine drei Wechselrichter, die MultiPlus 5000er Version. Und die habe ich natürlich jetzt im Verbund laufen, in einem Dreiphasenbetrieb. Die kommunizieren über ein Netzwerkkabel miteinander. Und dann habe ich einen MPPT RS450 100 Solar Laderegler. Das ist ein Zwei-String-Regler, der mit pro String mit 450 Volt belastet werden kann und der 100 Ampere laden kann. Ja, als Rechenzentrum habe ich hier den Servo GX gewählt. Es gibt ja einige ja, Anlagenbetreiber, die das alles mit so einem Raspberry Pi machen, aber das war mir einfach ja zu viel. Hier habe ich mir diese fertige Lösung von Victron gekauft. Bin ich auch eigentlich sehr zufrieden mit. Da sind halt die Wechselrichter alle angeschlossen, kommuniziert dann über dieses Rechenzentrum. Auch der Laderegler ist daran angeschlossen. Und natürlich auch der Monitor, wo ich dann auch schauen kann, was passiert denn da alles so, ist auch mit einer HDMI-Schnittstelle versehen. Ja, die ganzen Daten hier von dem Servo, die gehen dann hier auf den, ja, Servo, also GX Touch heißt der Monitor, wo ich dann auch, ja, ins Menü noch blättern kann, kann da die ganzen Einstellungen machen und kann natürlich aber auch ja, visualisiert hier meine Daten anschauen, was aktuell so hier passiert. So, ich habe hier den Zustand der Batterie aktuell, wobei man sagen muss, dass meine Batterie, die ich ja selber gebaut habe, nicht mit dem Servo GX verbunden ist. Das ist hier einfach nur ein errechneter Wert. Das erlernt sich die Anlage, ist jetzt hier bei 87%, stimmt aber nicht. Die Batterie ist ja zu 100% gefüllt. Das BMS von der Batterie lässt keine weitere ja, Spannung oder Energie vom PV-Modul oder von der PV-Anlage durch, hat quasi abgeschaltet, weil die Zellspannung erreicht ist. So, ja, was kann ich noch sehen? Ich sehe ja einmal, okay, jetzt kommen 540 Watt circa von der PV-Anlage. Als PV-Anlage habe ich aktuell eine 6,9 kW-Anlage. Und ja, hier oben im grünen Bereich AC-Lasten sieht man dann L1, L2, L3. Was wird aktuell ja verbraucht? Das kann ich hier wunderbar auf diesem Modul sehen. Ja, meine PV, ja, Kabel, also die Strings, die von meinen PV-Modulen hier runterkommen, gehen natürlich hier in diesen Schaltkasten, wo ein Blitzschutz drin ist und Notabschaltung für jeden String. Und von da aus geht es dann hier in meinen Solar-Laderegler. Und ja, da kann man auch direkt die Werte ablesen. Das heißt, einmal Solar 2 hat er jetzt gar keinen Bedarf. Er holt alles von Solar 1, also von dem ersten String, weil das reicht ihm. Und ja, was man hier auch wunderbar sieht, in 30 Tagen 537,4 kW, ja, verbraucht. Das ist der tatsächliche Verbrauch, weil ich ja einen Inselbetrieb hier habe. Und ja, das ist schon
ein schönes, feines Sümmchen an Geld, was ich jetzt hier schon eingespart habe. Ja, der Strom, der jetzt vom Dach kommt, der geht natürlich dann über den Laderegler hier auf meine Stromschiene. Das ist hier der Lynx Power von Victron. Und ja, da ist halt angeschlossen einmal die Batterie und einmal sind natürlich die Wechselrichter angeschlossen, die sich hier dann ihren Strom holen. So, und ja, wenn die Batterie leer ist, holt die Batterie sich natürlich auch über diese Stromschiene ihre Energie, die sie benötigt, um die Zellen wieder aufzuladen. Ja, hier ist meine selbstgebaute Batterie. Da habe ich ja auch ein Video zu gemacht. Das könnt ihr euch angucken. Oben rechts in der Ecke blende ich das jetzt ein. Ja, was haben wir hier? Wir haben hier eine 10 kW Batterie mit 16 Zellen. Wir haben hier ein BMS mit 250 Ampere. Das ist also stark genug ausgelegt. Ja, es gibt manche, die nehmen nur 150 Ampere, aber ich gehe lieber auf Nummer sicher, mache etwas Stärkeres rein. Das ist auf jeden Fall, denke ich mal, die bessere Lösung. Wie unterdimensioniert. Ja, und hier habe ich noch meinen Balancer, der quasi die unterschiedlichen Zellspannungen ausgleicht. Ja, jetzt nach 30 Tagen sind die Zellen wirklich schön gut nivelliert. Und auch die Batterie hat so, würde ich mal sagen, nach 5, 6, 7 Zyklen, Komplettzyklen, hat die wirklich eine gute Energie erreicht. Also hat man merkt, dass die dann viel besser noch funktionierte und noch stärker war. War so mein persönlicher Eindruck. Ja, wie geht's jetzt weiter? Ja, ich habe noch geplant, dass ich in diesem Jahr noch eine weitere Batterie bauen werde mit 15 kW. Muss ich mal gucken, ob ich da ein bisschen anderes Design wählen werde. Mit Sicherheit, ich hatte es ja schon bei meinem Video angekündigt, wo ich die gebaut habe, dass ich vielleicht bei der nächsten Batterie ein bisschen was anders machen werde, weil man beim Bauen schon bemerkt hat, ja, da könnte man was besser machen. Aber alles in allem bin ich eigentlich schon mit dem ersten Entwurf echt zufrieden. Ja, dann nächstes Jahr ist geplant, weitere 14 Module aufs Dach. Das ist quasi Ausbaustufe 2. Und ich werde natürlich noch einen weiteren Laderegler dann benötigen, weil hier habe ich nur noch, ich glaube, 300 Volt oder so zur Verfügung oder auch meine Amperestärke muss ich ja genau einhalten. Und ja, dann gibt es irgendwann Ausbaustufe 3, wo ich weitere Module aufs Dach packen werde. Und Ausbaustufe 4 ist geplant, irgendwann auch mit einem Notstrom-Dieselaggregat für die Fälle im Winter, wenn vielleicht Module mit Schnee bedeckt sind und, dass man auch diese Tage überbrücken kann. Ziel ist letztendlich, komplett autark zu werden über das ganze Jahr. Also, in diesem Sinne, wenn ihr kein Video verpassen wollt, dann abonniert meinen Kanal, macht die Glocke an. Und auf meinem Kanal gibt es ja nicht nur Videos zum Thema PV, es gibt ja auch andere interessante Themen. Und ja, wenn euch dieses Video gefallen hat oder ihr wollt noch mehr sehen, dann schreibt es in die Kommentare. Ich würde mich freuen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.